Hallo Leute, heute erzähle ich euch eine Story, was mir vor ein paar Wochen vor Halloween passiert ist. Bevor wir aber starten, möchte ich euch noch daran erinnern, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren, sonst werdet ihr in der Nacht von einem Geist heimgesucht. Und ich möchte die Kinder darauf hinweisen, dass das eine gruselige Geschichte ist. Also wer keine gruseligen Geschichten mag, soll bitte ausschalten und sich einfach ein anderes Video anschauen. Viel Spaß. Also fangen wir an. Mein Name ist Lucia und ich lebe in einem kleinen Dorf in Deutschland. Unser Dorf ist so winzig, wir haben nicht viel, aber wir haben eine Pizzeria, die ich und meine Freunde geliebt haben. Die Angestellten waren immer lieb und zuvorkommend. Oh, hallo Lucia, deine Freunde haben deine Bestellung schon aufgegeben für dich. Oh, wirklich? Wo sitzen sie denn? Sie sitzen dort links. Hier, nimm noch deine Pizza. Wie immer, eine Margaritqua mit Guacamole. Meine Lieblingspizza, Guacamole-Pizza. Danke dir. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Ich habe einfach die allerbesten Freunde, die es gibt. Hallo Ariana, Clara und Melissa. Vielen Dank, dass ihr die Pizza für mich bestellt habt. Ihr seid einfach die allerbesten Freunde. Woher wusstet ihr, dass Guacamole-Pizza meine Lieblingspizza ist? Lucia, hast du etwa vergessen, dass wir beste Freunde sind seit dem Kindergarten? Natürlich nicht. Ich dachte nur nicht, dass ihr wisst, was meine Lieblingspizza ist. Wir sollten lieber nicht so viel reden, sondern mehr Pizza essen. Clara, du bist ein Genie. Los, Pizza-Wettessen. Okay, aber ihr habt keine Chance. Auf die Plätze, fertig, los. Ich hab gewonnen. Yeah, natürlich, ich bin unbesiegbar. Die Pizza war sehr gut, doch es hatte einen großen Nachteil, und zwar den Besitzer, Alexander. Er war ein gemeiner alter Mann, der sehr merkwürdig war. Uns ist ab und zu aufgefallen, dass er sich die Kinder vom Weiten angeschaut hat mit einem sehr merkwürdigen Gesichtsausdruck. Oh nein, Freunde, Alexander ist da. Schau, wie er uns anstarrt. Ich habe eine Gänsehaut, ich möchte nach Hause. Sein Blick, ach, mir ist schlecht, mir kommt gleich die Pizza wieder hoch. Na, ihr fünf süßen Mädchen, schmeckt euch meine Pizza? Findet ihr sie köstlich? Ja. Na dann genießt eure Pizza. Ich werde euch von oben weiter beobachten. Ich meine, ich werde weiterarbeiten gehen. Ach du unfähige Angestellte, was stehst du hier so rum? Warum bedienst du nicht unsere Kundschaft? Wehe, ich erwische dich noch einmal, wie du dich mit der Kundschaft unterhaltest. Aber die haben mich nur gefragt, wie mein Tag war und... Oh, diese Stunde wird dir von deinem Lohn abgezogen. Was redest du einfach mit der Kundschaft, als ob sie dir interessiert, wie dein Tag war? Jetzt geh hin und mach weiter Pizzen. Ich möchte nicht mehr sehen, dass du redest. Lucia, ich glaube, er starrt dich an. Ich habe eine Gänsehaut. Gehen wir einfach weg von hier. Ich möchte einfach nur weg. Das ist einfach jedes Mal, wenn Alexander kommt. Okay, wir können wirklich gehen. Ich habe auch keinen Hunger mehr. Mir ist auch der Appetit vergangen. Ach, ich hasse es einfach, wenn Alexander da ist. Die meisten Kinder hatten Angst vor ihm. Er war glücklicherweise nicht immer im Geschäft. Und wir sind trotz all diesem merkwürdigen Zeug immer wieder hingegangen, denn die Pizza war sehr gut und sehr günstig. Eines Tages kam ich nach Hause und meine Eltern erwarteten mich mit einer Überraschung. Mama, Papa, ich bin zu Hause. Ich habe den Test zurückbekommen. Was macht ihr hier? Wieso ist da ein Koffer? Es ist leider etwas dazwischen gekommen und wir müssen für heute verreisen, bis übermorgen. Und du bist ja schon ein großes Mädchen. Dementsprechend haben wir uns gedacht so, wir können dich ruhig alleine lassen, oder? Warte, wie meinst du das alleine lassen? Alleine, alleine? Ja, denn es ist alles so kurzfristig, dass wir keinen Babysitter engagieren können. Und wir dachten, du bist schon so groß und tapfer. Wir können dich ruhig alleine mal lassen für so ein Wochenende. Ich war aber noch nie alleine und für eine ganze Nacht? Ja, genau. Es ist nur eine Nacht und zwei Tage, das schaffst du schon. Untertags mache ich mir keine Sorgen, aber in der Nacht alleine in diesem großen Haus? Oh nein, Lucia, natürlich nicht. In der Nacht kommen deine Freundinnen vorbei und ihr macht eine Pyjama-Übernachtungsparty. Na, wie hört sich das an? Eine Pyjama-Übernachtungsparty? Das hört sich fantastisch an. Danke, Mama. Ich freue mich. Wir haben auch schon mit den Eltern von den Mädchen geredet, die sind damit einverstanden. Freut mich, dass du jetzt zufrieden bist. Liebling, wir müssen, glaube ich, schon los, sonst verpassen wir den Flieger. Komm, Lucia, begleite uns noch zur Eingangstür. Und hier habe ich euch Geld gegeben, damit ihr euch was zum Essen kaufen könnt am Abend, okay, Lucia? Ja, wir werden uns sicher was Leckeres bestellen. Falls irgendetwas passiert, meine Liebe, du hast ja unsere Telefonnummer auf deinem Handy gespeichert. Natürlich, Papa. Hab ein schönes Wochenende und sei brav. Und meiner kleinen Schwester auch noch ein Pussy.
Gu-gu-gaga-gu-gu. Wir werden dir Bescheid geben, wenn unser Flug gelandet ist, okay? Komm, Schatz, wir müssen los. Guten Flug euch drei und ich wünsche euch viel Glück bei euren Terminen. Danke dir, meine Liebe. Wir werden dich vermissen. Tschüss. Ich hab sturmfreie Bude, das heißt Party, Party, Party. Hätte ich gewusst, was an diesem Wochenende auf uns zukommt, hätte ich meinen Eltern angefleht, dass sie zu Hause bleiben. Sie sind da, sie sind da, sie sind da, sie sind da, sie sind da. Hallo Freunde, wie geht es euch? Lucia, ich finde das so cool, dass wir eine Übernachtungsparty bei dir machen. Wir werden so viel Spaß haben. Euer großes Haus, nur für uns alleine. Los, was macht ihr? Kommt doch endlich rein. Ja genau, geht das wird so rein. Cool, ich ja, kann es kaum komm, erwarten. Ihr könnt mal eure Schlafsäcke hier in mein Zimmer ablegen. Meine Mama hat mir endlich einen roten Schlafsack gekauft. Ich liebe die Farbe Rot. Und mein Schlafsack ist lila, weil ich liebe lila. Ich hab leider keinen Schlafsack mit. Kann ich vielleicht bei dir im Bett schlafen? Arina, was ist das für eine Frage? Du bist meine allerbeste Freundin. Natürlich kannst du mit mir im Bett schlafen. Lucia, du bist einfach die allerbeste. Danke. Ich habe uns auch ein paar Snacks besorgt. Ich habe auch Snacks mit. Meine Lieblingssnacks. Hundefutter. Ich liebe Hundefutter. Das stimmt. Hundefutter ist das beste Essen. Aber was ich auch liebe, ist Katzenfutter. Komm, geben wir alles in meine Tasche und dann bringen wir das runter ins Wohnzimmer, wenn wir uns Horrorfilme anschauen. Aber vorher müssen wir, wie bei jeder Pyjama-Party, uns als Erster in ein Pyjama anziehen. Ich fange an. Ich nehme meinen Lieblingspyjama, und zwar den hier. Ist der nicht wunderschön? Und mein Katzenpullover kommt wieder in den Schrank. Und mein Haarband auch. Jetzt bin ich dran. Ich will einen roten Pyjama. Oh, der ist so schön. Ich liebe diesen Pyjama. Ich kann einfach einen von deinen Pyjamas anziehen. Danke, ich will den lila Pyjama. Der passt perfekt zu meinem Nasenpiercing. Was? Das ist ein Nasenpiercing? Ich dachte, das ist nur ein Pflaster. Naja, ich nehme den grauen. Oh nee, der ist ein bisschen langweilig. Oh, ja, der lilane, der ist sehr, sehr schön. Den will ich haben. Alles noch zurück in den Schrank und fertig. Die Pyjama-Party kann starten. Los, nehmen wir die Snacks und gehen ins Wohnzimmer und schauen sich einen Horrorfilm an. Am Anfang hatten wir noch viel Spaß mit dem Horrorfilm. Doch das hat sich schnell geändert. Und dann haben wir festgestellt, dass Horrorfilme eigentlich gar nicht so viel Spaß machen. Ich habe Angst, können wir das ausschalten? Ich möchte mir das nicht mehr anschauen. Ja, Clara, bitte schalt ihn aus. Okay, ich zittere zwar, aber ich schalte ihn schnell aus. Oh, so viel besser. Ich habe schon richtig Angst gehabt. Wie wär's, wenn wir jetzt Pizza bestellen? Das ist eine gute Idee. Ich habe schon tierischen Hunger. Da du die Gastgeberin bist, Lucia, musst du die Pizza bestellen. Okay, ich hätte es ja so oder so gemacht, da ich euch einlade. Mama hat uns nämlich Geld dagelassen zum Bestellen. Ich muss schnell rauf in mein Zimmer. Dort ist nämlich mein Handy. So, jetzt hole ich schnell mein Telefon hier und jetzt rufe ich schnell beim Pizza Alexander an. Hallo, Alexanders Pizzeria. Was, Alexander selber hebt ab? Der ist doch nie in seiner Pizzeria. Ich würde gerne eine Pizza bestellen. Und was für eine, wenn ich fragen darf? Eine Salami-Pizza und eine Margarita mit Salami, bitte. Du hörst dich sehr jung an. Bist du überhaupt alt genug, um selber zu bestellen? Du solltest lieber deine Eltern holen, dass sie die Bestellung für dich abgeben. Meine Eltern sind nicht zu Hause und wir wollen einfach nur eine Pizza bestellen. Wir haben das Geld da. Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Ach so, na, wenn das so ist, bringe ich euch sofort die Pizza vorbei. Keine Sorge, ich bereite sie so schnell wie möglich zu. Ihr braucht's nicht lange warten. Okay, das habe ich jetzt auch erledigt. Puh, wer hätte gedacht, dass ein Telefonat so anstrengend sein kann? Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Ich sollte mal wieder zu den Mädels gehen. Wir wollen jetzt nämlich eine Kissenschlacht machen. Und mit diesem Telefonat hat unsere Horrornacht begonnen. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein kurzes Telefonat so etwas Schlimmes auslösen wird. Und zwar wurde das die schlimmste Nacht unseres Lebens. Die nächste Frage stelle ich. Wen magst du mehr, den Batman-Schauspieler Tom Holland oder den Spider-Man-Schauspieler Justin Bieber? Ich glaube, du hast da was verwechselt. Sein Name ist nicht Tom Holland, sondern Thomas Hollando. Mich interessiert keinen von diesen amerikanischen Schauspielern. Ich mag die koreanische Gruppe BTS.
Also ich finde, Timoshi Shalabaka Bing Bong ist der Beste von allen. Das hast du mir gesagt. Wer ist das? Oh nein, wer kann das nur sein um diese Uhrzeit? Na, ihr seid mir vielleicht drei Angsthasen. Na, wer soll das denn sonst sein? Natürlich ist das die Pizza, die ich bestellt habe. Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, so lustig. Na, für einen Moment dachte ich, das ist ein Einbrecher oder ein Mörder. Als ob ein Einbrecher oder Mörder läuten würde. Na gut, ich gehe mal aufmachen und die Pizza holen. Aber eine Sache ist schon merkwürdig. Dass es so schnell ging. Ich habe doch erst vor 20 Minuten angerufen und die Pizza bestellt. Und es ist schon da? Hallo, wer ist da? Hier ist Alexander von Alexanders Pizza. Oh, das ging aber schnell. So schnell habt ihr ja noch nie eine Pizza fertig gemacht. Nur das Beste für meine beste Kundin. Das ist sehr nett. Wie viel macht die Pizza? Hier, als erstmal die Pizzen. Esst sie, solange sie noch heiß sind. Die zwei Pizzen machen zusammen 12 Euro aus. Ja, natürlich. Ich gehe schnell das Geld holen. Warten Sie eine Minute. Oh Mann, dieser Typ ist so creepy. Schnell, ich bezahle ihm schnell, mach die Tür zu, sperr alles zu und dann ist er weg. Okay, warte, hier sind die, wie viel hat er gesagt? 12 Euro? Das heißt, ein 10er, ein 10er, das ist, glaube ich, zu viel. Oh Mann, ich will aber nicht fragen, ob er Wechselgeld hat. Was machen Sie? Ich habe nicht gesagt, dass Sie rein dürfen. Können Sie bitte wieder gehen? Sie machen mir Angst. Bitte gehen Sie. Gehen Sie weg. Gehen Sie raus. Es ist meine Wohnung. Sie dürfen hier nicht rein. Verschwinden Sie. Nehmen Sie das Geld und lassen Sie mich in Ruhe und kommen Sie nie wieder mehr her. Schnell absperren, schnell. Ich muss schnell durch den Kuckuck schauen, ob er noch da ist. Er ist immer noch da. Warum schaut er mich so merkwürdig an? Verschwinden Sie. Gehen Sie weg. Ich habe ihn abgesperrt. Ich glaube, er ist weggegangen. Da hatte ich noch mal Glück. Was für ein creepy Mann. Ich werde nie wieder mehr Pizza bei ihm bestellen, ganz ehrlich. Hallo Mädels, die Pizza ist da. Ich hoffe, ihr habt sehr Hunger. Ich habe nämlich zwei verschiedene Pizzen bestellt. Einmal Salami-Pizza und einmal Margarita mit Salamis drauf. Guten Appetit euch allen. Ich will eine Margarita mit Salamis drauf. Okay, wartet eine Sekunde. Ich mache schnell die Pizzen auf und schon ist es da. So, also eine Margarita mit Salami für dich, eine Margarita mit Salami für dich, eine Salami-Pizza für dich und eine Salami-Pizza für mich. Guten Appetit. Danke, Lucia, dass du uns auf Pizza eingeladen hast. Oh, wir haben ja gar nichts zum Trinken bestellt. Ich habe jetzt schon Durst. Oh, du hast recht, das habe ich komplett vergessen. Ich schau schnell, was wir im Kühlschrank haben und dann hole ich uns was zum Trinken, okay? Oh Mann, wie vergesslich bin ich bitte. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich den anderen nichts von Alexanders merkwürdigen Verhalten gesagt habe, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich ihnen das sage, dass sie weggehen. Aber es ist ja nichts passiert. Wahrscheinlich übertreibe ich einfach nur. So, die gesunde Cola habe ich schon mal. Und wer noch was Ungesundes trinken will, dann gebe ich ihm noch ein bisschen Wasser, weil wie wir alle wissen, Wasser ist sehr ungesund. Ich trinke nur Cola. Und jetzt wieder zurück zu den Mädchen. Was war das? War das eine Gestalt? Was war das am Fenster? Ich habe mir das wahrscheinlich nur eingebildet. Oh Mann, ich sehe schon irgendwie Gespenster. Okay, reiß dich zusammen, du darfst dir nichts anmerken lassen. Ah, hallo Mädels, ich habe euch die Getränke gebracht. Hier, die gesunde Cola für euch und das ungesunde Wasser. Komm, esst. Die Pizza wird sonst kalt. Das ist köstlich. Ich will auch Salami. Margarita mit Salami. Einfach die beste Pizza. Jetzt noch schnell etwas trinken und dann können wir weiterspielen. Wie wär's, wenn wir ein Wetttrinken machen? Auf die Plätze, fertig, los! Ich hab gewonnen. Ah, ich bin Zweiter. Ich bin Dritter. Oh Mann, ich bin Letzter. So, nachdem wir fertig sind, habe ich mir gedacht, was ist, wenn wir Verstecken spielen? Und zwar nicht nur im Zimmer, sondern im ganzen Haus. Ah, das ist eine ausgezeichnete Idee. Und dann ist es auch ein bisschen gruselig. Und da Lucia die Gastgeberin ist, bin ich dafür, dass sie als Erster sucht. Was sagt ihr? Was, wieso schon wieder ich? Ach komm schon, stell dich nicht so an, das wird lustig. Okay. Schließ die Augen und zähl bis 20, dann verstecken wir uns. Eins, komm schnell, wir zwei, müssen uns verstecken. 4, 5, ich werde sie niemals finden. 8, ich habe schon 9, eine Idee, wo ich mich verstecken 10, werde. 12,
14, 19, 20, ich komme. Versteck sein, versteck sein. Wer will nicht versteckt sein? Okay, jetzt schaue ich mal im Vorraum. Oh Mann, die Mädels verstecken sich echt gut. Ich dachte, hier würde sich jemand verstecken. Habt ihr vielleicht gesehen, wo sich jemand versteckt hat? Okay, in der Küche. Oh, da sehe ich auch niemanden. Irgendwas riecht hier nach Fisch. Ich glaube, ich muss schnell mal in den Kühlschrank reinschauen. Ja, ich wusste doch, dass es nach Fisch gestunken hat. Oh Mann, ich dachte, das ist ein gutes Versteck. Wer hätte gedacht, dass du gleich als erstes in der Mikrowelle reinschaust? Oh Mann. Du kannst dich dabei dort hinsetzen, bis ich die anderen suche, okay? Ja, ja, ja. Jetzt bin ich richtig motiviert. Eine Person habe ich schon, zwei fehlen noch. Ich schaue jetzt mal runter. Vielleicht versteckt sich hier jemand. Ich schaue mal schnell in die Umkleide. Vielleicht hat da jemand sich versteckt. So wie es auch schon... Die Eingangstür? Warum ist sie offen? Wer hat die... Warte, habe ich die Tür zugemacht oder nicht? Wahrscheinlich habe ich es nicht zugemacht. Oh Mann, das wäre echt gefährlich. Es hätte jemand einbrechen können. Na, zum Glück ist ja nichts weiteres passiert. Okay, weiter zum Suchen. Hier im Wohnzimmer scheint auch niemand zu sein. Da ist auch niemand im Badezimmer. Oh Mann, wo sind die nur? Die verstecken sich alle so gut. Wahrscheinlich habe ich sie wirklich einfach nur übersehen. Ich glaube, ich sollte nochmal rauf ins Zimmer gehen und schauen, ob ich sie da irgendwo gesehen habe. Warte, war da jemand im Badezimmer? Nein, das habe ich mir wohl nur eingebildet. Okay, wo kann sie nur sein? Ich habe dich gesehen. Oh Mann, mein Versteck war doch so gut. Wie konntest du mich so schnell finden? Oh, das war so leicht. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt Ariana und Clara und jetzt fehlt mir nur noch Melissa und dann habe ich alle gefunden. Und Lucia, hast du Melissa schon irgendwo gesehen oder noch nirgendwo gefunden? Melissa ist echt gut. Ich habe sie noch kein einziges Mal gesehen, aber ich werde sie schon noch finden. Sie muss hier irgendwo in meinem Zimmer sein. Das ist nämlich der letzte Ort, wo ich noch nicht geschaut habe. Im Kasten ist sie nicht, okay. Vielleicht unterm Bett. Da ist sie auch nicht in dem Rucksack. Wo kann sie sich nur versteckt haben? Melissa, sie ist nicht im Haus. Wie meinst du das nicht im Haus? Die muss doch irgendwo hier sein. Ich war im unteren Stockwerk und habe alle Zimmer durchschaut und hier oben auch. Sie ist nirgendwo. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wollt sie mir vielleicht helfen beim Suchen? Ich finde sie einfach nicht. Eigentlich ist das ja gegen die Regeln, aber ausnahmsweise helfen wir dir. Oh, vielen Dank. Ich mache mir nämlich wirklich Sorgen. Was ist, wenn irgendwas passiert ist? Ach, da wird schon nichts passiert sein. Sie ist einfach nur sehr gut im Verstecken. Ja, ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Los gehen wir. Wir haben das ganze Haus durchsucht, sogar zweimal. Sie ist nicht im Haus. Ich mache mir langsam Sorgen. Wo ist Melissa? Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Glaubt ihr, könnte es sein, dass sie sich vielleicht draußen versteckt hat, im Garten? Dass sie sich gedacht hat, dass wir sie dort nicht finden werden? Warte, glaubst du das wirklich? Im Dunkeln, im Garten sich zu verstecken, das ist doch Irrsinn. Warum sollte sie sowas tun? Aber wenn sie nicht im Haus ist, dann gibt es keinen anderen Ort, wo sie sein kann. Müssen wir da wirklich raus? Es ist Nacht und es ist dunkel und ich, nein. Solange wir zusammenbleiben, sollte nichts passieren. Komm, wir müssen Melissa finden. Es hilft, es bleibt uns nichts anderes übrig. Bleibt einfach dicht zusammen. Wir dürfen uns einfach nicht trennen. Es ist so dunkel. Ich sehe fast die Hand vor Augen nicht. Seht ihr sie? Sie ist hier nicht. Komm, gehen wir wieder rein. Mir ist kalt. Wartet mal. Schaut mal dort zum Baum. Da ist etwas. Ist das Melissa? Was ist mit ihr passiert? Ist sie tot? Schnell, wir müssen ihr helfen. Gehen wir schnell hin. Sie wird sonst noch krank. Schnell, schnell, schnell. Schnell, Melissa, Melissa. Melissa, steh auf. Melissa, geht es dir gut? Sie hat den Puls, aber steh endlich auf, Melissa. Mein Kopf. Warum habt ihr mich aufgeweckt? Warum tut mein Kopf so weh? Ich fühle mich ganz unwohl, als hätte ich irgendwie draußen im Garten geschlafen. Ja, Melissa, du warst hier im Garten. Wir haben dich unter dem Baum gefunden. Du warst halb erfroren. Was? Ich habe hier draußen unter dem Baum im Garten geschlafen? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist passiert? Keine Ahnung, wir haben uns tierische Sorgen um dich gemacht. Wir haben ja Verstecken gespielt. Auf einmal haben wir dich nicht mehr gefunden. Ich kann mich an fast gar nichts erinnern. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwo unten verstecken wollte. Aber ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ach, Melissa, wahrscheinlich wolltest du uns nur einen Streich spielen.
gib's doch zu. Du willst uns nur ein bisschen erschrecken, oder? Also wenn du uns wirklich erschrecken wolltest, Melissa, dann ist das gar nicht lustig. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Wir hatten echt Angst. Ich kann mich zwar nicht erinnern, wie ich hier rausgekommen bin, aber wahrscheinlich wollte ich euch wirklich nur einen Streich spielen. Und ich weiß nicht, warum ich mich nicht daran erinnere. War wohl nicht so wichtig. Warte, du kannst dich wirklich nicht an das erinnern, was passiert ist? Ach, hör jetzt auf, Melissa. Komm, gehen wir rein. Mir ist kalt. Clara hat recht. Wir sollten wirklich reingehen, sonst verkühlen wir uns alle noch hier draußen. Ja, das war sicher alles nur ein Missverständnis und ein Spaß von mir. Los, gehen wir rein. Also, Melissa, ganz ehrlich, wenn du das nochmal machst, dann bekommst du Ärger. Wieso nehmen Sie das so auf die leichte Schulter? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich spüre das. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich sollte schnell reingehen. Ihr gehört mir und ihr werdet mir nicht entkommen. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung, schnell rein und die Tür zu. Okay, zusperren, perfekt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, jemand beobachtet uns. Habt ihr nicht so ein komisches Gefühl? Ach, wir sind hier doch nicht in einem Horrorfilm, Lucia. Komm, gehen wir ins Zimmer. Ariana, du bist meine beste Freundin. Du glaubst mir doch. Schau, ich glaube, dass wir alle ein bisschen übermüdet sind und gestresst und dass wir jetzt einfach ins Bett gehen sollten. Aber, vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich einfach nur übermüdet und sehe Sachen, die es gar nicht gibt. Komm, wir sollten wirklich ins Zimmer gehen. Ja, Lucia, wir sind einfach alle sehr müde und sehr gestresst. Komm, gehen wir ins Zimmer und dann schlafen wir einfach. Und morgen schaut schon alles wieder besser aus. Ich komme schon noch ins Haus. Ich werde euch kriegen. Die Tür ist zu, aber das ist kein Problem für mich. Ich bin nämlich Meister im Parcours. Und durchs obere Fenster. Oh, das ist sogar offen. Perfekt. Ich glaube, wir sollten einfach alle schlafen gehen. Wahrscheinlich habt ihr einfach alle recht und ich bin einfach nur übermüdet. Ja, das ist es garantiert. Los, gehen wir schlafen. Obwohl ich draußen geschlafen habe, bin ich auch schon sehr, sehr müde. Oh, ich glaube, wir sollten vorher noch Zähne putzen. Ich hab's vollkommen recht. Zähne putzen am Abend ist sehr wichtig. So, ich nehme mal meine elektrische Zahnbürste. Das ist meine rote Zahnbürste. Ich kriege die blaue. Und meine ist die grüne. Komm, wir müssen alle runter ins Badezimmer, um dort die Zähne zu putzen. Ja, komm, beeilen wir uns. Ich bin schon todmüde. Gehen wir. Wieso habt ihr eigentlich oben kein Badezimmer? Ich meine, das Telefon läutet. Wer ruft denn um diese Uhrzeit an? Es ist doch so spät. Ich wusste nicht mal, dass das Telefon funktioniert. Das war doch eigentlich immer nur Deko, seitdem wir Handys haben. Willst du nicht abheben und schauen, wer dran ist? Oh Mann, ja, stimmt. Sollte ich echt machen. So. Hallo, wer ist da? Hallo. Was ist das für ein Lachen? Wer sind Sie? Was ist los? Wer ist am Telefon? Ich weiß nicht, wer dran ist. Hör noch mal selber. Du hast recht. Wer sind Sie? Lassen Sie uns in Ruhe. Ah, das haben Sie sicher gemacht, weil bald Halloween ist und das war ein Prank-Call. Da hat sicher irgendjemand so ein TikTok-Video gemacht. Bist du dir sicher, dass das nur ein Prank-Call war? Das hat sich irgendwie komisch angehört. Lucia, du siehst mal wieder Gespenster. Alles ist gruselig. Ach, Lucia, du solltest echt nicht mehr so viele Horrorfilme schauen. Also, wenn diese Person noch einmal anruft, dann werde ich ihm die Leviten lesen, das schwöre ich. Kommt, Leute, gehen wir einfach weg, ignorieren wir das Telefon und gehen wir Zähne putzen, ich bin müde. Nicht schon wieder so ein Anruf. Oh nein, ich habe Angst. Ich will nicht wieder abheben. Ach, das geht mir auf die Nerven. Ich werde abheben gehen. Hallo, wer ist da? Was wollen Sie? Lassen Sie uns in Ruhe. Was ist mit Ihnen los? Sie sind ein langweiliger Freak. Verschwinden Sie. Und wehe, Sie rufen noch einmal an, dann rufe ich die Polizei. Haben Sie mich gehört? Das sind irgendwelche 12-Jährigen, die uns sicher einen Streich spielen wollen. Aber den habe ich jetzt gegeben. Los, gehen wir Zähne putzen. Wow, Ariana, du bist so mutig. Ja, komm, gehen wir. Also, ich bin fertig mit Zähne putzen. Ich will noch schnell durchspülen. Und dann... Also, ich bin fertig. Warte, ich bin auch gleich fertig. Ich muss nur schnell meine Zähne putzen und
Ich bin auch fertig. Los, gehen wir rauf. Das ist keine gute Idee. Wir sollten uns nicht trennen. Lucia, du hast wieder zu viel Angst. Ja, aber was ist, wenn was passiert? Wir sind hier zu Hause. Wir sind in Sicherheit. Wer als erster im Zimmer ist, hat gewonnen. Lucia, so kenne ich dich gar nicht, so ängstlich. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Es ist heute so viel Merkwürdiges passiert. Ich kann mir einfach... Da ist irgendwas nicht koscher. Ich schwör's dir. Du musst mir versprechen, dass du auch vorsichtig bist, okay? Okay, okay, ich verspreche dir, dass ich auch vorsichtig bin, aber du bist einfach zu ängstlich. Wartest du noch auf mich? Ich muss nur ganz schnell noch aufs Klo. Lucia, du brauchst keine Angst haben und ich will nicht zusehen, wie du aufs Klo gehst. Ja, ich bin wieder lächerlich, es tut mir leid. Du kannst ruhig raufgehen, ich schaff das schon. Und wenn irgendwas ist, dann schreist du einfach ganz laut und ich komm gelaufen, okay? Abgemacht. Bis später. Normalerweise bin ich nicht so ängstlich. Heute ist einfach ein sehr merkwürdiger Tag. Na gut, ich leg mal die Zahnpasta zurück und geh schnell aufs Klo. Warum ist das Licht aus? Was ist hier los? Wer hat das Licht ausgeschalten? Ariana, warst du das? Das ist nicht lustig. Ariana, schalt das Licht wieder ein. Ich weiß genau, dass du das warst. Herr Alexander, wie kommen Sie in meine Wohnung? Gehen Sie weg! Was machen Sie hier? Verschwinden Sie! Ariana, Clara, Melissa, ihr müsst mir helfen. Hier ist ein Einbrecher, ein Einbrecher. Alexander, er war unten und er hat so böse gelacht und... Hahaha, Lucia, du bist so lustig, du machst mir keine Angst. Genau, warum sollte auf einmal Alexander in deiner Wohnung sein? Das ist ja lächerlich. Lucia, falls das ein Prank sein sollte, ist nicht besonders lustig. Das ist kein Prank, er war wirklich unten, bitte. Wahrscheinlich hast du nur deinen eigenen Schatten gesehen und hast jetzt Angst. Ich habe mir das nicht eingebildet, wirklich. Alexander ist unten, er ist eingebrochen in unserem Haus. Wie wär's, wenn wir gemeinsam runtergehen und wir nachschauen, ob er wirklich da ist? Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin müde und will schlafen. Ich auch. Danke, dass du mir glaubst, Ariana. Vielen Dank. Naja, ich glaube nicht, dass Alexander da ist, aber ich glaube, dass du irgendwas gesehen hast, eine Pflanze oder so. Es war zu 100% Alexander. Ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ja. Los, gehen wir runter. Ich möchte nämlich dann so schnell wie möglich ins Bett. Bitte sei vorsichtig. Ich meine, es ist das Licht aus. Das Licht ist wieder an. Das Licht war ausgeschalten, wirklich. Okay, beruhig dich. Vielleicht war das ein Stromausfall. Das kann nicht sein, denn oben war das Licht noch an. Du musst mir glauben, ich bin nicht verrückt. Natürlich nicht, aber gehen wir mal ins Badezimmer. Vielleicht finden wir da eine Erklärung, was passiert ist. Dabei schaut alles ganz normal aus, Lucia. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Okay, hier ist niemand, da ist niemand. Siehst du, ich glaube, du hast dir das wirklich nur eingebildet. Ich werde langsam müde. Ich fühle mich in diesem Haus nicht sicher. Wie wäre es, wenn wir alle zusammenpacken und zu dir übernachten gehen? Ich habe nicht so ein großes Zimmer wie du. Wir würden nicht alle in mein Zimmer reinpassen. Und es ist schon zu spät. Meine Eltern würden mich auch nicht abholen kommen. Du hast einfach recht. Ich muss mich einfach beruhigen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe ja gesagt, unten ist nichts. Du hast dir das sicher wieder eingebildet. Was ist schon wieder? Es reicht mir mit diesen Scherzanrufen. Die interessieren mich nicht mehr. Ich gehe schlafen. Aber lass mich nicht alleine. Oh Mann. Okay. Hallo? Wer ist da? Bitte, hören Sie auf, hier anzurufen. Das ist nicht witzig. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich rufe sonst die Polizei. Und dann werden Sie sie verhaften. Also rufen Sie hier nie wieder mehr an. Ich will einfach nur schlafen gehen, dass diese schreckliche Nacht vorbei ist. Ja, gehen wir einfach schlafen. Morgen in der Früh wird alles anders ausschauen. Gute Nacht. Ariana hat recht. Einfach schlafen gehen und den Tag vergessen. Ich bin eh schon so müde. Gute Nacht. Wie sie schön schlafen. Wie gemütlich sie sich ausruhen und nicht wissen, was mit ihnen geschehen wird. Was war das für ein Geräusch? Ich höre mich schon so an wie die Lucia.
Ich muss aufs Klo gehen. Ich gehe mal einfach auf die Toilette. Ariana, was machst du? Wohin gehst du? Mach dir keine Sorgen, ich muss nur schnell aufs Klo. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Aber bist du dir sicher, dass das eine gescheite Idee ist, alleine zu gehen? Lucia, fängst du schon wieder an? Ich gehe nur aufs Klo, ich bin in 2 Minuten wieder da. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Aber ich glaube, ich muss auch aufs Klo. Ich weiß genau, dass du nicht aufs Klo musst. Mach dich nicht lächerlich. Ja, okay, aber bitte sei vorsichtig und beeil dich. Ja, ja, klar. Aber leg dich wieder ins Bett, du musst nicht auf mich warten. Was ist, wenn hier was passiert? Nein, nein, es passiert nichts. Es ist alles gut. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett und wenn ich aufwache, ist Lucia neben mir. Gute Nacht. Ich habe versucht, auf sie zu warten, aber ich bin irgendwann mal eingeschlafen. Als ich aufwachte, wusste ich gar nicht, was war. Sind 5 Minuten vergangen, 10 Minuten, eine Stunde. Aber was ich wusste ist, Ariana war nicht da. Ariana ist immer noch nicht im Bett. Das ist komisch. Ob ihr was passiert ist? Nein, 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 so darfst du nicht denken. Sie hat wahrscheinlich einfach nur starken Durchfall. Aber was ist, wenn ihr wirklich was passiert ist? Melissa, steh auf. Wir müssen Ariana suchen. Lucia, was wächst du mich einfach auf? Oh, ich habe tief und fest geschlafen. Es tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe, aber Ariana ist aufs Klo gegangen und sie ist nicht mehr zurückgekommen. Und dafür wächst du mich auf? Sie hat wahrscheinlich einfach nur Durchfall. Sie ist ja laktoseintolerant. Das ist wahrscheinlich wegen der Pizza, weil wenn sie Käse von der Pizza isst, hat sie immer starken Durchfall. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Gute Nacht. Vielleicht hat sie wirklich nur Durchfall, aber... Ich werde trotzdem nach ihr schauen. Es ist mir zu unwohl, wenn ich auf sie warte. Mann, es ist so dunkel hier. Ich habe Angst. Zum Glück ruft aber niemand mehr an. Oh Mann, wo kann sie nur sein? Ich muss runtergehen. Okay. Ariana? Ariana! Oh, du hast mich zu Tode erschreckt. Ariana, was ist los? Sag doch was. Du hast mich echt gut erwischt. Oh, ich habe so Angst gehabt. Wo ist das Handy? Ich wette, du machst ein TikTok-Video. Komm schon. Komm, gehen wir rauf. Ich finde das echt nicht mehr witzig, Ariana. Komm endlich. Sag doch was. Lucia, das bin nicht ich. Das ist eine Falle. Es ist Alexander. Er ist hier. Was, Alexander? Lucia, wo bist du? Ich habe mich im Klo eingesperrt. Ich bin in Sicherheit. Aber du musst schnell rauf und ruf die Polizei, schnell. Was, eine Falle? Du bist gar nicht Lucia. Du hast vollkommen recht. Das bin ich nicht. Und jetzt lauf. Was? Nein, Hilfe, Hilfe. Ich kriege dich. Komm schon, lass mich rein, ich kriege dich. Ich muss die Mädels warnen, ich muss schnell die Polizei rufen. Ah, hier ist ja das Telefon, perfekt. Also, 144, die Polizei zu dir. Okay, oh, bitte heb ab. Oh nein, er ist da. Gehen Sie weg, ich rufe schon die Polizei, sie kommt gleich. Du kannst niemanden anrufen. Hat recht, das Telefon ist tot. Ja, dann nimm das. Das wirst du mir büßen. Niemand entkommt mir und niemand wirft ein Telefon an meinen Kopf. Schnell die Tür zum Mädchen. Wacht auf, schnell. Lucia, was ist los? Wo ist das Telefon? Wir müssen schnell die Polizei rufen. Lass mich rein. Kommt schon. Schnell, wo ist das Telefon? Wir müssen die Polizei rufen. Das Handy ist hier. Was ist los? Wer ist das? Und wo ist Ariana? Sag doch, Lucia. Ariana ist in Sicherheit. Sie hat sich unten im Klo eingesperrt. Es ist Alexander. Alexander ist hier. Alexander, der Pizzabesitzer? Was macht er hier? Melissa, hör auf, Fragen zu stellen und gib mir das Telefon. Ich muss jetzt die Polizei rufen. 144. Hallo, Polizei? Schönen Abend. Hier ist die Polizei. Chaddy am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Bei uns zu Hause ist ein Einbrecher. Bitte kommen Sie. Sie müssen sofort Polizisten oder sowas rufen. Meine Freundin Ariana ist in Gefahr. Was? Ein Einbrecher ist bei euch? Wir schicken sofort ein Team. Die sind in 5 Minuten da. Mädchen, ihr müsst euch in ein Zimmer einsperren. Und macht niemanden auf. Da sind wir. Wir sind oben in meinem Schlafzimmer. Aber er ist vor unserer Tür. Bitte, Sie müssen sich beeilen. Aber unsere Freundin Ariana ist unten im Badezimmer. Sie ist ganz alleine. Was ist, wenn er zu ihr geht? Die untere Tür ist nicht so sicher wie die hier oben. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir werden ihn schon kriegen. Und dann wird er sein blaues Wunder erleben. Hören Sie, es ist jetzt alles ganz ruhig. Wo ist er? Ich hoffe, er ist weg. Vielleicht ist er wirklich weg. Ma!
Mach die Tür auf! Mach sie auf! Verschwinden Sie! Ich habe die Polizei gerufen, sie ist auf dem Weg! Ich hielt mir die Ohren zu. Ich konnte das Klopfen nicht mehr hören. Ich hielt das nicht aus. Minuten vergingen. Mir kam es vor wie Stunden. Und auf einmal wurde es still. Totenstill. Ist er weg? Bitte lass, dass es aufhört. Ich will zu meiner Mama. Ich habe so Angst. Ich glaube, er ist weg. Wir sollten trotzdem dicht zusammenbleiben. Glaubt ihr, er ist weg? Was ist los, Mädchen? Antwortet mir. Seid ihr noch da? Geht es euch gut? Ja, uns geht es gut. Aber ich glaube, er ist weg. Polizei, macht die Tür auf. Wir sind hier, um euch zu retten. Kommt schon, macht die Tür auf. Die Polizei? Sie ist hier, endlich. Wir sind gerettet. Ich mach schnell die Tür auf, damit ich die Polizei reinlassen kann. Nein, Mädchen, macht nicht die Tür auf. Das ist nicht die Polizei. Die ist noch 5 Minuten entfernt. Mädchen, das ist eine Falle. Hallo, hört ihr mich? Nein, Clara, mach nicht die Tür auf. Der Polizist hat gesagt, das ist eine Falle. Die Polizei ist noch urweit weg. Dann ist das also immer noch der Einbrecher? Ich hätte ihm fast die Tür aufgemacht. Ich höre Schritte. Sie müssen hier irgendwo sein. Man hat uns gesagt, im 2. Stock. Ich glaube, es ist diese Tür. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht ist das auch eine Falle. Hallo, Mädels, seid ihr da? Was ist, wenn das auch eine Falle ist? Ja, wir sollten lieber nicht die Tür aufmachen. Hallo Mädels, wir sind es. Wir sind die Polizei. Macht die Tür auf. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt uns vertrauen, wirklich. Mädels, das ist wirklich die Polizei. Ihr könnt jetzt die Tür aufmachen. Endlich, wir sind gerettet. Oh, zum Glück. Vielen Dank, Herr Polizist, für die ganze Hilfe. Wiederhören. Okay, jetzt schnell raus hier. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um uns zu helfen. Wir hatten so Angst. Wisst ihr, wo der Einbrecher ist? Habt ihr ihn gefangen? Wir wissen leider nicht, wo der Einbrecher ist. Wir sind direkt hier raufgekommen, weil wir wussten, dass ihr dort eingesperrt seid. Aber wir haben keine Spur von ihm gefunden. Was ist mit Ariana? Habt ihr Ariana gesehen? Warte, ihr habt ein Mädchen, das nicht bei euch ist? Wir müssen schnell runter ins Badezimmer. Dort habe ich sie das letzte Mal gehört. Wir müssen schauen, ob es ihr gut geht. Ja, komm, gehen wir, junges Fräulein. Sie müssen mir den Weg aber zeigen. Kommen Sie, nicht mehr so viel reden. Los, wir müssen los. Ariana, bist du da? Geht es dir gut? Ariana, komm raus, hier ist die Polizei. Oh, die Polizei, endlich. Du musst gestorben sein vor Angst, aber jetzt ist alles gut. Du musst uns bitte erzählen, was passiert ist. Ich bin schnell runtergegangen, um in der Badewanne aufs Klo zu gehen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass jemand hinter mir stand. Ich war zum Glück so schnell, dass ich dann ins Badezimmer gesprungen bin und die Tür zusperren konnte. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Oh, Lucia, das war nicht das Schrecklichste. Das Schrecklichste war, dass ich dir nicht geglaubt habe. Du hattest von Anfang an recht. Er war die ganze Zeit im Haus. Ariana, du musst dich nicht entschuldigen. Ich hätte mir wahrscheinlich selber auch nicht geglaubt. Aber wenn ich den in die Finger bekomme, der kann dann was erleben. Ihr braucht keine Angst haben. Wir werden ihn schon finden. Und was passiert jetzt weiter? Keine Sorge, wir haben eure Eltern angerufen. Die sind schon alle auf dem Weg. Ariana, Clara und Melissas Eltern sind bald da und Lucia, deine Eltern kommen in 1-2 Stunden und wir werden so lange hier mit dir warten. Wo ist sie? Wo ist unser Baby? Lucia, Schätzchen, wo bist du? Da bist du ja. Mama, Papa. Oh, meine Liebe, es tut uns so leid. Es war einfach nur schrecklich. Wir versprechen dir, meine Liebe, wir werden dich nie wieder mehr alleine lassen. Nie wieder mehr. Wir versprechen es. Ja, wir versprechen es. Mr. und Mrs., keine Sorge, ihre Tochter hat einen sehr guten Job gemacht. Sie hat sofort gemerkt, was los war und hat die richtigen Handlungen getroffen, ohne die polizeiliche Hilfe. Herr Polizist, hören Sie bitte auf, ich werde ja noch ganz rot. Du bist einfach so tapfer. Ich hätte wahrscheinlich Pipi in meine Hose gemacht. Ach Mama, Papa. Aber was passiert weiter? Sie werden ihn doch suchen, weil sie wissen, dass es Alexander ist, dieser Pizzabesitzer. Sie werden ihn doch nicht entkommen lassen, oder? Natürlich nicht. Wir haben ihn schon auf der Suchliste. Die ganzen Polizisten suchen ihn. Aber er ist irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Wir haben keine Ahnung, wo er sich aufhält. Aber keine Sorge, wir finden ihn.
Mr. und Mrs., ich bedanke mich und junges Fräulein, ich werde Sie natürlich auf dem Laufenden halten, ob wir den Verbrecher finden oder nicht. Vielen Dank für alles, Sie waren großartig. Du brauchst dich wirklich nicht bedanken, ich habe gar nichts gemacht, du warst großartig. Nein, ich fühle mich sehr sicher, seitdem Sie hier sind, also vielen Dank dafür. Ach, du brauchst dich gar nicht bedanken, den hübschen, ich versuche jedem immer zu helfen, nicht nur hübschen Mädchen wie dich. Ich meine, es tut mir leid, ich versuche jedem zu helfen. Ach, ich sollte lieber den Mund halten. Aber keine Sorge, den Verbrecher finden wir schon. Und dann werden wir ihn verprügeln. Das freut mich wirklich. Vielen Dank nochmal und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir sich ja wieder. Oh ja, das würde mich freuen. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Polizist. Naja, da scheint ja jemand verliebt zu sein. Verliebt ich? Ach, wohin? Ich muss nur arbeiten. Ich meine, wir müssen arbeiten. Wir müssen den Verbrecher finden. Los, Leute. Komm, meine Liebe, es ist spät. Du solltest dich hinlegen, wenn du kannst. Ihr habt recht, es ist so viel passiert und ich merke gerade, wie erschöpft und müde ich bin. Danke, Mama. Danke, Papa, dass ihr da seid. Natürlich, meine liebe Lucia, wir werden nie wieder mehr von deiner Seite weichen, versprochen. Und jetzt auf ins Bett. Schau, ich werde auch schnell die Vorhänge zumachen. Hier Nummer 1, Nummer 2. Und leg dich hin und wir schalten dann das Licht aus. Okay, meine Liebe? Danke, Papa. Danke, Mama. Ich bin auch schon richtig müde. Unsere arme Tochter, sie ist vor Erschöpfung gleich eingeschlafen. Komm, gehen wir raus und schalten das Licht aus. Gute Nacht, Schätzchen. Du dachtest, du kannst mir entkommen. Niemand entkommt mir. Du nicht und keine Sorge, deine Freundinnen auch nicht. Und das war die Story, wie ich gestorben bin. Ich hoffe, euch hat die Story gut gefallen. Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ach, natürlich ist das nur ein Scherz. Das ist natürlich nicht das Ende. Erwischt! Los, Leute, kommt jetzt rein! Was? Du bist munter? Was ist hier los? Warum schläfst du nicht? Haha, nun haben wir dich. Wie ist das möglich? Unsere liebe Lucia wusste, dass sie sich irgendwo noch im Haus verstecken. Und gemeinsam mit den netten Polizisten haben wir uns einen Plan überlegt, um sie reinzulegen und ihnen eine Falle zu stellen. Was, eine Falle? Gib mir den Einbrecher, gib mir den Mörder, ich werde ihn zerreißen. Zerreißen, habt ihr gehört? Zerreißen! Nein, bitte, ich habe Angst, er will mich zerreißen. Los, bringt ihn fort. So, komm mit, lieber Alexander. Ja, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Los, gehen wir. Au, au, Hilfe. Ich werde es nie wieder mehr machen. Au, hören Sie auf. Ich kann's nicht glauben. Wir haben ihn. Er wird nie wieder mehr etwas Böses tun. Ich kann's nicht glauben. Unser Plan ist aufgegangen. Das war nicht unser Plan. Das war dein Plan. Du bist fantastisch. Du musst unbedingt Polizistin werden. Ich meine, ich kenne da jemanden und ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Polizistin? Ich? Ach, hör auf. Du machst dich nur über mich lustig. Ach, das würde ich nie machen und du bist wirklich spitze. Wenn du in 2 Jahren bei der Polizei anfängst, wirst du sicher bald mein Boss sein. Na gut, ich muss jetzt los den Typen ins Gefängnis bringen. Wir hören sich noch. Tschüss. Vielleicht werde ich wirklich Kommissarin. Oder ich werde Privatdetektivin. Oh, ich habe den netten Polizisten gar nicht nach seinem Namen gefragt. Das ist wieder eine Aufgabe für euch, liebe Toka-Toast-Fans. Wie sollen wir den lieben Polizisten nennen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und soll ich mit den lieben Polizisten auf ein Date gehen? Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war auch schon die Halloween-Story. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wie immer zum Schluss möchte ich mich bei unseren Superfans bedanken. Für die Leute, die das nicht wissen, Superfans sind die Leute, die die Videos immer bis zum Schluss schauen und nette Kommentare schreiben. Wie zum Beispiel den lieben Kommentar von Armabo. Toll und gruselig. Es freut mich, dass dir die Horror-Story so gut gefällt. Der nächste Kommentar ist von der lieben Bella und sie will gegrüßt werden. Hallo Bella und vielen Dank, dass du unsere Videos abonniert hast und unseren Kanal geliked hast. Und ASMR Miss Mifan, vielen Dank, dass du ein Tucker-Fan bist. Oder wie ich euch gerne nenne, ein Toasty. Der nächste Kommentar ist von der lieben Sarah. Sie findet, dass wir einfach die besten Filme machen. Vielen lieben Dank, Sarah. Und der nächste Kommentar ist anscheinend von der ehemaligen Bundeskanzlerin aus Deutschland, und zwar Angelika Merzel. Die liebe Angelika ist sogar ein richtiger Superfan, denn sie schaut sich sogar die Werbungen bis zum Schluss an. Also das ist echt etwas, was nur richtige Superfans machen.
Und wenn ihr in einem Video auch erwähnt werden wollt, dann schreibt regelmäßig nette Kommentare, denn wir suchen die Kommentare immer durch Zufall aus und je öfter ihr schreibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewählt werdet. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und es ist wieder soweit. Habt ihr das Tokatoast-Symbol gefunden? Wenn ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wo er sich befunden hat. Und ich bin jetzt ein bisschen krank, deswegen habe ich mir überlegt, ich werde einfach das nächste Lied husten für euch, okay? Und wer es erkennt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt uns auch auf TikTok und bis zum nächsten Mal. Tschüss!